So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Silber in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir die Arena von Ducatia City gemacht. Dort haben wir leider Quieke verloren an einen blöden Dodu, nicht mehr eine Arenaleiterin. Aber wir haben zum Schluss des Parts auch noch ein weiteres Pokémon gefangen. Nämlich Kata, das Gengar tatsächlich. Ja, das kann momentan keine großen Angriffsattacken, Hypnose, Schlecker, Fluch und Horrorblick. Es wären auch nicht mehr großartig Attacken, aber die nächste Arena ist ja bekanntermaßen eine eigentlich Geist-Arena und wir bekommen dort Spukball. Von daher haben wir noch gute Chancen, was mit ihm zu reißen. Also machen wir einfach mal weiter und hoffen, dass wir dann auch Spukball bekommen und ja, genau. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist ein Aprikoko-Schwarzer. Ja, wunderbar. Ganz viele Aprikokos und wir werden niemals zu Kur zurückgehen, um dort unsere Aprikoko-Bälle zu erhalten. Aber ist ja auch scheißegal. Ist ja auch scheißegal eigentlich. Hier ist ein Obstbaum. Ja, ist ein Aprikoko. Bla bla bla. Na gut. Wir werden niemals zurück zu Kur gehen wahrscheinlich. Wir kommen jetzt zwar schnell zu Viola City und damit auch schnell zu Azalea City, aber ist ja auch wurscht. Ich frage mich immer noch, gegen was Gengar hier ausgetauscht worden ist. Ist echt ein Mysterium für mich. Gegen was es denn ausgetauscht werden sollte. Ja. Vielleicht gegen Noctu. Kann sein, dass es hier Noctus gibt. Das ist das einzige, was eine, sagen wir, ähnliche Stärke hat wie ein Gengar. Oder halt so vom Maß her. Von daher, alles andere wäre für mich irgendwie merkwürdig. Aber egal, machen wir hier weiter und fordern Trainer heraus. Jo, also Joe und ich arbeiten immer zusammen. Ja, Nora und Joe. Irgendwelche Andeutungen? Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. So, erstmal schicken sie einen Glumanda in den Kampf. Da schicke ich doch gleich mal zum Merrill in den Kampf, würde ich behaupten. So, Roosevelt, beziehungsweise... Hey, ist genug, komm zurück und Roosevelt darf kämpfen. Kämpfen. Ich habe jetzt alle auf einem ähnlich identischen Level so, also alle einigermaßen kämpfen können. Halt, Gengar muss ich halt zusehen, dass der erst Spukball kann, vorher kann er eh nicht kämpfen großartig, weil mit Schlecker kann ich gegen die meisten Pokémon nicht allzu viel ausrichten. Die müssen es paralysieren, aber ja gut, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Naja, von daher, Gengar ist erstmal noch einigermaßen nutzlos, aber wird dann später hoffentlich einigermaßen hilfreich sein. Es erreicht Level 18, das ist gut. Dies ist gut. Vulpix, ein weiterer Fall für Azumarill. Wunderbar. Übrigens, bei Azumarill müssen wir zusehen, dass wir irgendwann noch eine... Ach scheiße, hier gab es ja gar keine physischen Wasserattacken. Von daher, weil Azumarill ist eigentlich physisch ausgelegt tatsächlich, statt speziell. Und daher spielt man das häufig auch in neueren Gens mit Wasserdüse und so, weil das ja eine physische Wasserattacke ist. Aber das gab es ja noch gar nicht, die Unterteilung. Von daher ist ein bisschen wack, aber was soll's. Du bist gemein. Ja, mir wurscht. Die kleinen Kinder den Lolli geklaut oder was? Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Ja, mach das mal. Zeig mir das mal. Der Psycho-Laurent. Ah, schicken und duster in den Kampf. Okay, das ist interessant, aber nichts, was mich beeindrucken könnte mit meinem Azumarill. A.K.A. Roosevelt. Brauchen aber echt irgendwie nochmal ein Feuer-Pokémon oder so. Das hat irgendwie so die Sache. Oder ein Kampf-Pokémon. Kampf-Pokémon würde ich auch ganz gerne annehmen. So für Normal-Pokémon, für starke Normal-Pokémon wäre ein Kampf-Pokémon echt ganz geil. Aber naja, mal schauen. Mal schauen, ob ich irgendwas bekomme. In die Richtung. Rettern ist halt, langsam hat sein Soll erfüllt, so weißt du. Oh, wenn sich entwickelt, kann es leider nicht viel mehr machen. Knirscher gab es hier noch nicht. Halt Matschbombe könnte es erlernen, aber ich weiß ja nicht. Ich habe verloren, wie betrüblich. Das ist halt so die Sache. Scheiße, das vergiftet Tote 37, haben wir was. Gegen Gespäre, ja bitte.
ganz schnell dem Roosevelt geben. Ich möchte nicht vergiftet sein auf Roosevelt. Ja, gut, ich möchte jetzt kein Pokémon fangen, aber zeig mal, was ich hätte noch bekommen können. Slimer. Okay, Slimer wäre auch interessant, aber Gift-Pokémon sind hier irgendwie noch alle so ein bisschen irrelevant in der zweiten Gen, habe ich das Gefühl. Irgendwie Gift-Pokémon sind eh irgendwie ein bisschen so untergegangen, bin ich der Meinung, in der Historie der Pokémon. Es gibt kaum brauchbare Gift-Pokémon. Also wirklich wenig, bin ich der Meinung. Und da sind wir auch schon in Teak City. Da sind wir auch schon in Teak City. Hallo? Okay. Und sie sind? Ist der Rivale? Nee. Ha, ich bin Bill. Und wer bist du? Flo, du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel mit der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden Zeitkapseln in allen Pokémon-Zentren zur Verfügung stehen. Ich muss zurück nach Dukatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss! Ja gut, aber das ist halt alles ein bisschen irrelevant für uns, da wir hier keine Pokémon tauschen werden. Ist es vollkommen egal für uns. Na gut. Aber heilen wir erstmal unsere Pokémon. Die Arena werde ich in diesem Part auf keinen Fall angehen. Wir werden in diesem Part die Stadt erkunden und ich werde mich informieren, was wir wo machen können erstmal, bevor wir die Arena machen, okay? Jens, der Arenaleiter ist so cool. Auch seine Pokémon sind sehr stark. Das ist schön für dich. Sowohl der Tanz der Kimono Girls als auch die Art, wie sie ihre Pokémon einsetzen, ist wunderbar. Die Kimono Girls, ne? Sind auch gefährlich. See des Zorns, das Erscheinen eines Gyarados-Schwarms. Das riecht nach Verschwörung. Aber sichi. Bei diesem Haus der Kimono Girls, da darf ich nicht sofort reinrennen, weil das ist unglaublich gefährlich. Setzt du Beleber ein, wacht ein besiegtes Pokémon wieder auf. Das ist wunderbar. Mein Evoli entwickelte sich zu einem Psyana, aber das Evoli meines Freundes wurde zu einem Nachthaarer. Ich frage mich wieso, wir haben unsere Evolis gleich aufgezogen. Einer hat es nachts entwickelt, einer tagsüber. So einfach ist das. So, ein paar Superbälle erstmal kaufen. 5 Stück zumindest. Für den Fall der Fälle, dass wir wieder was fangen müssen. Und ein paar Supertränke kaufen wir auch noch. Da kaufen wir gleich 10, da sind wir jetzt mal nicht geizig. Safety first, sagen wir mal so, ne? So, und dann kommt mal den Rest der Stadt. Ich glaube, die Stadt ist gar nicht mal so gewaltig. Von daher schauen wir uns erstmal um. Alle mit draußen sprechen. Na Junge, hast du gelernt zu tanzen, wie die Kimono gehört? Ich habe gehört, dass dir ein eigenartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Ja, Tanztheater von Teak City, ich weiß, aber traue ich mir noch nicht. Teak City, eine historische Stadt, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Es gab 2 Türme in Teak City, einen im Osten, einen im Westen. Okay. Das ist einer der Türme. Ich gehe da mal noch nicht rein. Ich warte da mal noch, bevor ich da reingehe. Ich hörte das Pokémon am See des Zorns Unruhe stiften. Das würde ich gerne sehen. Was ein situationsgeiler Typ. Na gut. Es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm in Oliviana City. Das Pokémon, das als Leuchtfeuer dient, wurde krank. Es sieht so aus, als wären sie in Schwierigkeiten. Ja? Kommen wir später auch noch zu. Hier oben ist der komische Turm, ne? Turmruine. Wurde durch ein mysteriöses Feuer zerstört. Bitte nicht betreten. Der Turm war ursprünglich viel höher, aber er wurde durch ein Feuer beschädigt. Durch wem kam das Feuer bloß? Ich frage mich. Ob es wohl mit dem legendären Pokémon der anderen Edition zu tun hat, ich weiß ja nicht. Aber vermutlich. Naja, egal. Teak City, Pokémon Arena, Leiter Jens, der mystische Seher der Zukunft. So, dann ab in die Häuser, außer dass der Kimono gehört. Ah, suchst du mit deinem Pokémon nach Abenteuern? Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Habe ich recht, oder? Ja, klar. Gut, du trägst den wahren Abenteurergeist in dir. Das mag ich, nimm dies mit dir.
Ein Detektor, okay. Interessant. Manchmal liegen Items herum, die man leicht übersieht. Setze den Detektor ein, um Items aufzuspüren, die sich in der Nähe befinden. Den exakten Fundort musst du aber selbst herausfinden. Ich hörte auch, dass in der Turmruine von Teak City Items zu finden wären. Okay. Geschichte von Teak City lesen, ja. In Teak City gab es zwei Türme. Jeder Turm war das Zuhause mächtiger fliegender Pokémon. Doch einer der Türme brannte ab. Die beiden Pokémon wurden seitdem nicht mehr gesehen. Weiterlesen, ja. Teak City war auch die Heimat dreier Pokémon, die durch die Stadt rannten. Das heißt, sie entstanden durch Wasser, Blitz und Feuer. Doch konnten sie ihre Kräfte nicht beherrschen. Also sind sie wie der Wind ins offene Grasland gerannt. Ja, das sind dann die legendären Pokémon. Ich spoilere jetzt mal nicht, wer die sind. Ho-Oh, Lugia, Suicune, Raikou und Entei. Ja, da habe ich nicht gespoilert, ne? Ob es wirklich ein so großes Pokémon gibt, und ja, so muss es unfassbar mächtig sein. Dies geschah, als ich jung war. Der Himmel färbte sich schwarz, ein riesiges fliegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Es war wie ein Vogel und ein Drache. Nein, eigentlich ein Feuer. Ein Feuervogel. Eine Art Phönix, wenn man so will. Wenn man so will. Ich hätte das Po. Achso, du bist der Sensationsgeile hier. Stimmt. Verzeihung, ich wollte ihn nicht nochmal ansprechen. So, und hier sind welche? Zwei Türme, zwei Pokémon. Aber als einer niederbrannte, flogen beide Pokémon fort und kamen nie wieder zurück. Der Zinnturm ist als Brutstätte für fliegende Pokémon gedacht. Du lässt mich wahrscheinlich nicht lang. Wenn du nicht im Besitz des Ohrens von Teak City bist, darfst du den Zinnturm nicht betreten. Okay. Das war mir irgendwo bewusst. Das war ja irgendwo klar wie Kloßbrühe. Sollen wir in das Haus der Kimono-Girls gehen? Ich glaube, da warten Kämpfe auf uns. Sollen wir es machen oder sollen wir es noch nicht machen? Hab minimal Schiss. Ne, komm, wir gehen erstmal in den einen Turm da. In der Turmruine. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir da sogar noch Pokémon fangen. Gehen wir erstmal da rein und dann vielleicht machen wir dann noch die Kimono-Girls. Ich weiß ja was, also grundsätzlich was die hätten, aber. Oh, will der kämpfen? Scheiße. Oh, du bist es. Du willst stärker werden, also kommst du hierher, um das legendäre Pokémon, das hier sein soll, zu fangen. Ist es nicht so? Nun, das wird nicht passieren, weil ich es nämlich fangen werde. Ich werde der beste Trainer der Welt sein, also stünde mir ein legendäres Pokémon gut zu Gesicht. Egal, mich nervt es, dass ständig so ein Schwächling wie du auftaucht. Scheiße, wir kämpfen. Oh fuck. Gut, dass ich geheilt hab. Oh shit. Yanma, da tauschen wir ganz fix zu Wurzen. Und sein schwächstes Pokémon ist auf Level 20. Scheiße. Das könnte ein harter Kampf werden, du. Das könnte ein harter Kampf werden, meine Freunde. Gut, aber Yanma kann, glaube ich, nicht viel. Yanma kann, glaube ich, nicht sehr viel. Dennoch nehmen wir uns in Acht. Gerade weil er eventuell auch schon Gifloor haben könnte. Ultraschall war die Attacke, die immer 40 macht. Ne, 20 macht, okay. Okay. Ganz ruhig bleiben. Jefferson erreicht Level 18, das ist gut. Wilson erreicht Level 21, auch sehr gut. Triplette, schauen wir mal, was wir im Paket haben. Ja, komm, der Euler kann raus. Nehmen wir lieber die Triplette mit rein. Ei, ei, ei. Blutzucker, okay. Kann ich auch mit umgehen, denke ich. Blutzucker sollte mir nicht viel anhaben können. Wilson wird unser Star-Player. Oh, shit. Konfusion. Na, okay. Okay, alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. Jetzt werde ich aber gleich heilen. Das ist mir sicherer. Möchte nicht schon wieder ein Pokémon verlieren? Lilia, okay, da können wir in Ruhe hochheilen, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Hier hoch zu heilen. So, Wurzen, nimm den Trank und gut ist. So, und Ladybus sollte dann kein großes Problem darstellen. Was dann ein großes Problem darstellen könnte, ist, dass Gifloor, Blubella was haben könnte. Ich hoffe, er hat Blubella.
Weil Glubella ist mehr so Support-Verteidigungs-Pokémon. Ich bin gespannt, was er hat. Aber Gifloor würde halt mehr zu ihm passen. Gifloor würde mehr zu ihm passen. Okay, er hat noch immer noch Dufloor. Okay, okay, okay. Immer noch Dufloor. Dann bin ich beruhigt. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte, jetzt kommt Gifloor Level 25 oder so. Gar nicht mal so schön gewesen. Aber alles noch im Rahmen. Alles noch okay. Ei, ei, ei. Hätte auch ganz anders ausgehen können. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber noch ist alles in Ordnung. Muss unbedingt noch irgendwie trainieren, glaube ich. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn ich vor dem nächsten Part noch trainiere. Ich muss mal schauen, wie hoch die Level der Arena sind. Und von dem Kimono gehört's. Ich hasse es, gegen Schwächlinge wie dich anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Und warum verlierst du dann jedes Mal? Ach, egal. Du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Halt doch deine dumme Schnauze. Ganz ehrlich. So, Parade auf jeden Fall erstmal auf Wilson. Wäre mir schon wichtig. So, und dann schauen wir mal. Gibt es hier Pokémon? Ja, es gibt hier Pokémon. Okay. Farbigel. Ja, komm, nach Amma hat keine Wirkung, ist okay. Will ich Farbigel haben? Nee, oder? Farbigel ist ja ein ganz besonderes Pokémon. Das ist ja irgendwie so, dass es halt nur eine Attacke lernen kann, quasi, die es per Nachahmer einsetzt. Aber es ist schwachsinnig, weil... Nee, komm. Scheiß drauf, scheiß auf Farbigel. Ganz ehrlich, Farbigel ist ein merkwürdiges Pokémon für einen Nuzlocke. An sich interessantes Pokémon, aber sehr merkwürdig halt für, auf jeden Fall für einen Nuzlocke nicht geeignet, würde ich behaupten. Schauen wir uns erstmal um hier. Pokémon können ihn vielleicht zerschmettern. Wir haben noch keinen Zertrümmerer. Aber mir scheint, wir bräuchten jetzt Zertrümmerer, von daher können wir wahrscheinlich hier noch gar nicht so viel machen. Können wir uns mal den Untergrund ansehen, aber ne, okay, hier können wir noch nichts machen. Brauchen Zertrümmerer erst, bevor wir hier weiterkommen. Ja komm, wir probieren die Kimono Girls. Scheiß drauf, entweder wir werden jetzt zerrissen oder wir bringen die Kimono Girls um. Scheiß doch drauf. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Dieser Mann hat immer sein Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa eine Monosynchron-Schwimm-Pokémon zu besitzen? Was? Bitte was? Schutzwirken. Ja, okay. Das ist mir eigentlich wurscht. Die Kimono Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Und wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Man muss sie gleichzeitig herausfordern, oder? Hintereinander. Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Oder war das hier noch nicht so? Oder war das erst in der vierten Gen so? Ich glaube, erst in der vierten Gen muss man die alle nacheinander herausfordern. Ich glaube, hier ist es scheißegal. Dann ist das auch okay. Okay, die sind Level 7. Okay, wir machen die. Wir machen die in diesem Part noch. Die Kimono Girls. Aber ich brauche Cleveland. Gegen Octillery lasse ich sie ja nicht mehr in Lavita drin. Aquaknarre, ja. Nee. Das machen wir nicht. Das machen wir mal nicht, du. Stattdessen setzen wir einen Rankenhieb ein und zerschmettern das Octillery hoffentlich einigermaßen. Ah, Cleveland braucht endlich seine Entwicklung. Cleveland braucht endlich seine Entwicklung. Das wäre schon wichtig. Ultrigaria ist... Es wird Zeit, ein Ultrigaria zu werden für Cleveland. So langsam kann er einfach nicht mehr mithalten. Ich weiß auch nicht, wann er zu Ultrigaria wird. Level 20 vermutlich. Oder 21 so um die Dreh. Mal schauen. Oh, du bist sehr stark. Dankeschön. Ich werde jetzt aber nicht jedes Mal rausgehen, ich werde ab und zu mal mit hier Supertränken heilen, weil, nee, andauernd rausgehen muss ich nicht. Sorry, aber nope. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich werde jetzt 2, 3 von denen machen. Ich werde heute alle machen von den Kimono Girls.
Aber mal schauen, wie lange wir brauchen. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Die haben ja eigentlich alle Evoli-Entwicklung. Also, Samara, Blitzer, Aquana, Nachtara, Psyana. In diesem Falle aber nicht. Ampharos ist gefährlich. Kann es meinem Lavita irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Also, Lavita ist... Welchen Typ hat Lavita? Das muss ich sehen. Steinboden. Rein theoretisch könnte es meinem Lavita nichts, aber ich kann ihm auch nichts. Von daher wechseln wir wieder zu Cleveland. Ich hoffe, dass Cleveland ein bisschen zumindest austeilen kann. Das ist halt so die Sache. Lavita kann halt nicht großartig austeilen. Braucht halt echt mal eine Bodenattacke oder so auf Lavita. Eine Gesteinsattacke, eine vernünftige. Aber hier bekommt das, glaube ich, Ewigkeiten nicht. Und deswegen ist halt Lavita auch so ein Kandidat, der immer ewig braucht, bis er an die Puschen kommt. Was halt nicht gut ist. Ich werde gleich wieder heilen, keine Sorge. Ja, ich werde jetzt hochheilen, falls irgendwas Unerwartetes kommt. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt, was? Ja, genau. Dass ich nicht so leichtsinnig sein sollte mit dem Heilen und so. Ja, Heiler kannst du machen, mir scheißegal eigentlich. Ich werde auch gleich heilen gehen, weil wir keine AP mehr auf Rankenhieb gleich haben. Falls wir dann nochmal Rankenhieb haben oder brauchen oder Cleveland brauchen, ist das schon sicherer, wenn wir da lieber nochmal rausgehen und heilen. Pokémon Center ist ja auch gleich um die Ecke. Okay, noch ein bisschen und Cleveland erreicht Level 20. Oh, beinahe, fest hätte ich dich gehabt. Ja, aber nur ganz fast. So, ich gehe mich jetzt wie gesagt rausheilen. Und dann geht's weiter mit den Kimono Girls. Wir machen die heute bis zum Schluss. Bis zum Schluss werden die fertig gemacht. Wenn der Part 30 Minuten geht heute. Ist das auch okay? Ist das auch okay, wenn der mal ein bisschen länger geht? So, wunderbar. Pokémon sind wieder topfit. Ja, wunderbar. Ich komme nie wieder vorbei. Nee, Spaß. Wahrscheinlich komme ich gleich wieder vorbei. So, ist einfach nur runter. Warum bin ich eigentlich so dumm und mache erstmal vor den Umweg, vor den Schlenker? Wird behaupten, du hättest normalerweise Flamara. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf. Ja, deine Haarspange juckt mich ein Scheiß. Sorry, aber so ist das nun mal. Kimono Girl Linda. Ein Bisaflor. Bisaflor. Was? Ha. Wurzen, das ist ein Job für dich? Würde ich mal behaupten. Uff. Bisaflor. Haben wir jetzt gar nicht gerechnet, du? Aber von mir aus. Meinetwegen. Gut, aber viel kann's nicht. Aber gerade sagen, du vergiftest mich jetzt hier nicht. Du vergiftest mich jetzt hier nicht, mein Bisaflörchen. Wann entwickelt sich Dodo? Ich muss das echt nachschauen. Meine Güte. Vergesse es jedes Mal nachzuschauen. Vielleicht entwickelt es sich auch einfach gleich. Linda wurde besiegt, ja wunderbar. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Oh nein. Okay, es entwickelt sich immer noch nicht. So, du hast wahrscheinlich Nachtara, keine Ahnung. Oh, du bist ein süßer Trainer. Willst du kämpfen? Natürlich. Natürlich will ich kämpfen. Ich bin bereit. So, was hast du? Was hast du im Pedo? Bluebella. Auch wieder ein Job für Wilson. Meine Güte, Wilson kommt ja wirklich zum Zug heute. Wilson ist heute Starspieler. Na gut, aber so sei's. Blättertanz, uiuiui, das ist die starke Pflanzenattacke, ne? Ja, okay. Stark. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger stark, sagen wir es mal so. Okay, das sind nicht die, die eine Aufladung brauchen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die eine Aufladung braucht. Es gibt auch so eine Attacke, eine Pflanzenattacke, die dann immer eine Aufladung kurz darauf braucht. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ist ja auch scheißegal. Ist ja auch scheißegal. Bluebella wurde besiegt und ich werde gleich nochmal heilen gehen, falls ich Dodo weiterhin brauche. Was mich bei diesem Ort hier nicht wundern würde. Du bist stärker, als du aussiehst.
Es kann sogar sein, dass die Kimono-Gürtel-Namen irgendeine Anspielung auf irgendwas sind, auf irgendwelche Seriennamen oder so. Mal schauen. Also ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber es kann sein. Es kann durchaus sein. Übrigens willst du ihn eigentlich weniger kämpfen lassen, aber irgendwie, ihr seht ja, seit wir Quieke nicht mehr haben, geht alles den Bach runter. Seitdem muss Wilson regeln. Aber das ist mir recht, also es ist eigentlich egal. Es ist eigentlich egal, wenn Wilson mal ein bisschen Rampenlicht bekommt. Ich meine, Dodo bekommt allgemein nicht sehr viel Rampenlicht, also soll es hier mal am Rampenlicht stehen. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Ja, dein Tanz gefällt mir ganz und gar nicht. Und also, wie du dich mit Pokémon auskennst, das will ich mal sehen, ja. Lore. Geobatz. Alles so voll entwickelte Pokémon. Das ist nicht schön. So, wer ist auf niedrigerem Level? Roosevelt. Nee, eigentlich sind beide, also von Cleveland und Roosevelt habe ich gerade geguckt. Eigentlich sind beide auf gleichem Level. Intensität 8, aber sollte Roosevelt besser wegstecken können als mein Cleveland. So ist das. Ja, ist vierfach effektiv, das ist gut. Tackle von mir aus, meinetwegen. Schneller sollte ich sowieso sein. Und damit haben wir die Kimono-Gürtel beseitigt. Gibt er mir jetzt Surfer da unten, der Mann? Es könnte durchaus sein, dass der mir jetzt Surfer gibt. Level 20 für Roosevelt, das ist gut. Ach, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus? Ja. So, und sie sind hier, wer sind sie? Die Kimono-Gürtel sind nicht nur großartige, naja, das haben wir schon. Ich fordere sie schon heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben, nur zu, nimm es ruhig. Ja, Surfer. Da weiß ich auch gleich, wem was beibringen. Was ist Surfer? Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Wissen wir doch gleich, wem was beibringen, oder? Das muss jetzt einmal sein, das machen wir jetzt auch noch schnell. Server. Kriegt nämlich Azumarill. Ein anderer kann es wahrscheinlich eh nicht lernen. Von daher, passt doch schon. Nehmen wir die Aquaknarre raus, ja, aber. Ja, was soll vergessen werden? Obwohl, der Rutenschlag kann raus erstmal. Bevor wir hier die Aquaknarre ganz vergessen lassen. So, zum Schwächen ist sie ja vielleicht noch ganz okay. Ganz passabel an sich. So, jetzt gehe ich mir noch heilen oder ich stelle mich ins Pokémon Center und heile offscreen. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wir haben die Kimono-Girls besiegt, das ist ein großer Erfolg auf jeden Fall. Im nächsten Part gehen wir dann wahrscheinlich schon in die Arena von Teak City. Also schaut so aus. Mal schauen. Bis dann würde ich aber erstmal sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Gebt ein Däumchen nach oben, wenn es so ist. Schreibt einen Kommentar und lasst ein Abo da. Bis dahin, tschüssikowski, euer FlassTV. Bye, bye.